Hallo Gamer-Freunde und Ladies, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Remothered Broken Porcelain. Und ja, wir haben das letzte Mal Andrea kennengelernt, ihre bessere Seite. Und ja, versuchen sie heute zu besiegen, sollte das nicht funktionieren. Und der ganze heutige Stream dreht sich nur um Andrea. Dann werde ich das natürlich außerhalb der Live-Schalte tun und dann sehen wir uns in einem weiteren Schritt im Spiel wieder. Und ich hoffe, dass wirklich noch dazu ein Update kommt, was diese Umsetzung betrifft, weil das ist zu holprig. Heyo, Elgris, ich grüße dich. Willkommen zu einer weiteren Runde von Andrea. Also ich habe gerade schon gesagt, schauen wir mal, wie das klappt. Wenn sich das jetzt nur um Andrea dreht, weil irgendwas nicht funktioniert, dann mache ich das natürlich offline. Und wir sehen uns im Spiel beim nächsten Mal an einer anderen Stelle wieder. So, wir sind wieder drin. Wir haben jetzt nur eine Aufgabe, sie zu besiegen. Ja, Jennifer, das ist natürlich toll gemacht. Wir haben noch das Messer. Okay. Ach du Scheiße. Still. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zack. Sportlich. Ach Gott, hier konnte ich gar nichts machen. Ich lasse vielleicht doch erstmal weg. Denn wenn ich jetzt gehe, kommt sie garantiert von der anderen Seite angesprungen. Oh
Oh ja, ich höre sie schon. Okay, von hier kann sie ja nur kommen, wenn die Räume verbunden sind oder sie einen Schlüssel hat. Ja, jetzt geht die Ausdauer ein bisschen schneller. Zack. Aber vielleicht gibt es ja was, wo wir dann mehr Ausdauer zurückbekommen. So, okay. Na, wie lieb's heute? Jetzt kannst du ein bisschen entspannen. Ja, ging so der Tag und deiner. War hektisch, ja. Hektisch passt ganz gut. Knackig und hektisch, ja. Aber sonst ging's. Sonst ging's. So, ich gehe jetzt einfach mal rüber. Was soll's? Ach du Scheiße. Jetzt ist sie wieder dort. Gibt's doch gar nicht. Wie ist die so schnell wieder hier rüber gekommen? Nein, du Nuss! Oh. You kidding me? Oh, das war knapp. Komm rüber. Warum bleibst du nicht im Rennmodus hier? Na! Die sieht auch alles. Nein, du Nuss! Oh, ich hasse diese Drehung. Das ist so schlecht gemacht. Weich doch aus! Das ist großer Scheiß. Habe ich das schon mal gesagt? Los, halt aber drüber! Stich sie ab! Jennifer! Ach, Kind! Ja! Wer denkt sich so einen Schwachsinn aus, sich dann nochmal zum Endgegner zu drehen? So was Bedeppertes. Wer liegt denn hier eigentlich? Achso, so eine Puppe. Wir wollen doch weg von dem Gegner, nicht hindrehen. Wir sind ja total verrückt. Ja, das ist doch mein Zimmer. Na super, jetzt habe ich gar keine. Ja, das war jetzt blöd. Scheiße. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Okay, ich hau ganz schnell ab. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ich muss mich erstmal heilen. Ah, warum können wir denn nicht mehrere Sachen. Ah, hier ist noch so ein Zettel vielleicht, oder? So, jetzt hier, heilen. Komm schon, Jen. Das gibt's doch nicht! Wie schnell kann die rennen? Weich aus! Ach, das ist doch scheiße. Mann, ey. Hab mich gesehen, oder?
Ab! Kann ich rüber in der Zeit? Das ist ja nicht normal. Wow. Warte, ich mach mal kurz Pause. Du sag mal. Moment, was? Du warst doch an Seasons After Fall nicht uninteressiert, oder? Das war das mit dem Fuchs und dem Bär, ne? Was auch so schön Indie so gezeichnet war, oder? Ja, das. Ich glaube, das hatte ich mir auch mal vermerkt. Ja, ich glaube, das war auch was ganz Schönes. Mhm. Keine Ahnung mehr, sie oft. Wie? Jupp. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, alles klar. Ja, ich glaube, das war das, ne? Genau, mit diesem Bär. Also, wo ich mir das mal angeschaut hatte, dann gemerkt, dachte ich auch, oh, das ist aber schön gezeichnet, schöne Geschichte. Ja. Wie gesagt, Indie-Titel. Ja. Es gibt jetzt auch so ein anderes Game, das nennt sich Blade Runner, wo man wie in Titanfall 2 richtig schön zack, zack an der Wand langläuft mit einem Schwert. Das finde ich ja sehr cool. Und ja, auch irgendwie eine Story hat. Ist jetzt auch gerade gesenkt. Ich weiß gar nicht, was kostet es jetzt? 24 Euro oder so? Sonst 30 Euro. Kommt ja irgendwann nochmal raus. Aber auch nicht schlecht. Könnte natürlich sein, wenn das hauptsächlich nur sowas ist, dass man dann viel stirbt. Ja, also da muss ich nochmal ein bisschen mehr Gameplay sehen. Aber das, was ich gesehen habe, war schon sehr brutal. Aber nächstes Jahr soll ja auch dieses... Wie hieß denn das, dieser dritte Teil mit diesem Drachentyp kommen? Das wird auch mega heftig. Naja. Was willst du jetzt hier? Ich habe kein Messer, ich kann dich nicht umbringen. Ich mache einfach den hier. Was ist denn das jetzt? Jennifer, du Nuss. Oh mein Gott, was ist das für ein Fehler? Okay, jetzt geht's. Ah, die Entwickler, ich könnte sie erschießen. Okay, schön ausweichen. Gut. Ja, ich weiß, du bist schwer verletzt. Du kannst mich nicht sehen. Jetzt kannst du mich sehen, wenn du. Jennifer, don't make me lose my patience. Ach, du bist eine Nuss. Alles klar. Entwickler, das musst du doch sehen. Also, ja. Mal sehen, vielleicht bald eine Überraschung. Okay, alles klar. Cool. Titanfall 2 ist nicht so leicht, macht aber Spaß. Ja. Blade Runner nennt sich das Spiel. Kannst du auch mal bei der Box gucken? Nee, Moment mal, oder? Oder hieß es Ghost Runner? Oh, warte mal. Lass uns gucken. Blade oder Ghost? Blade Runner ist ja der Film, aber das ist das dasselbe eigentlich. Blade Runner Game? Was habe ich gesagt? Ghost Runner, oder? Jetzt muss. Das hieß, glaube ich, Ghost Runner. Ja, Ghost, genau, weil du so ein Geist unterwegs bist.
Oder? Ja, genau. Ghost Runner heißt das. Genau, Ghost Runner. Durch die Gegner da durchschnitzeln. Ja, das macht das Fett bestimmt. Dann kommt das raus. Dieses Jahr noch, irgendwann. Wahrscheinlich Ende des Jahres. Ja, der Trailer war schon krass im Gameplay. Ja, da muss ich noch ein bisschen mehr erfahren, also. Scooby-Doo. Der zeigt das im Angebot also gelb an, aber will die volle Summe. Was? Das darf aber nicht sein. Genau, gelb, richtig, ja. Aber will die volle Summe? Aber es ist noch gültig, ne? Vielleicht haben die das noch nicht geändert wegen der Zeit. Das ist aber ein Fehler. Habe Titanfall 2 im Angebot bekommen? Ey, super. Titanfall 2 meine ich. Bitte, wie viel? Die Ultimate Edition. Edition. Für 4,49 €. Okay, da brauchen wir gar nicht nachdenken. Da hast du aber bestimmt viel Zubehör drin, ja? Das habe ich dann wahrscheinlich gar nicht drin. Das ist super. Wenn alle Games so viel kosten würden, das wäre unglaublich. Ja. Der einzige Nachteil ist, dass du halt sehr lange warten musstest, um so einen Preis zu erhalten. Aber der Preis ist natürlich, also wer Titanfall 2 jetzt noch nicht hat, so wie du, das ist ein Schnäppchen. Ja, die Schnappatmung, die gehört dazu. Geduld zahlt sich halt aus, ja. Ja, das ist ja immer das Ding, ne? Entweder du hast Geduld und zahlst einen super Preis, oder du hast keine Geduld und zahlst einen vollen Preis. Da musst du dich entscheiden. Naja. Aber das ist wirklich super. Ich weiß noch, Titanfall 1. Was hatte ich denn da bezahlt? Ich glaube auch so, da war es vielleicht so um die 5 Euro. Oder 5,50 Euro. Ja, irgendwie in so einem Dreh war das schon wieder viel, viel, viel zu lange her. Da hatte ich auch, ich glaube, es war auch so eine Ultimate. Da war auch alles drin, also irre. Ja, ja. Aber es ist schon länger auf der Wunschliste. Ja, super. Sehr, sehr cool. Ich wünschte mir, man würde noch besser erinnert werden, also dass man die Mitteilung bekommt in der Nachrichtenleiste und geht dann direkt zu dem Spiel und sieht, aha, das ist so und so viel günstiger. Man wird nur in den Bereich reingeworfen und dann musst du gucken, ah, welches war denn das jetzt? Ja, also dann, dass dann da steht, dein Spiel ist günstiger geworden, ich bring dich direkt zu dem Spiel. Das wäre noch besser als hier ist deine Wunschliste und jetzt guck mal, welches Spiel günstiger ist, weißt du? Okay, wanna play tough? I'll show you, bitch. Genau, du Bitch. Ich habe ja 18 plus, ne? Ja, genau, du Bitch. Wir zeigen's dir noch. Wow, ich habe das Wort echt lange nicht gesagt. Aber die hat sich hier verdient. Ah! Yo, okay. Hier, Schokoriegel. Die taucht auf wie aus dem Nichts. Ich könnte den Entwickler echt schlagen. Das gibt's doch nicht, sowas hier. Vor allem. Oh. Mann, lass die Tipps jetzt. Ich kenne das nur. Sorry, wollte ich eigentlich mit dem Indie überraschen, aber wenn es leider nicht klappt. Reicht das Guthaben nicht aus? Ach, du meinst jetzt für, wenn du Titanfall 2 nimmst?
Nee, mach nur zuerst. Ja, also freue mich auf jeden Fall, dass du die Überraschung starten wolltest. Ja, vielen Dank dafür schon mal. Aber mach nur erst deins, ja, wenn du. Ach so, das hast du jetzt schon zu dem Angebot genommen. Ach so, ich dachte, das war jetzt noch offen. Ah. Okay. Ja, wenn das jetzt durch deinen letzten Kauf dann runter ist, ja, reicht ja schon ein Cent runter, dann geht es ja schon nicht mehr. Dann halt dann später. Oder also jedenfalls dann wieder so später, bis es dann wieder zu dem jeweiligen Preis wieder günstig ist, weil wenn die Zeit dann abgelaufen ist und es ist nicht in dem Zeitraum, dann ist es ja wieder. Ja, teurer halt, ne? Genau. Boah, ich höre sie bis hierher rufen. Oh, was haben wir hier? Was war das? Hallo? Praline? Hallo? Das kann ich auch nicht leiden bei solchen Sachen, wenn ich mich extrem ausrichten muss hier. Ah! Du Sche Lass mich! Boah, war das knapp. Verdammt nochmal. Kann ich denn? Ich würde ja so gern. Bleib mal unten. Bleib unten. Ah, jetzt hat sie mich wieder gesehen. Verdammte Scheiße. Weich doch aus, Jennifer. Das ist doch scheiße, sowas. Was für ein Radius hat die? Stich sie ab. Wie oft muss ich die denn noch abstechen? Aber das zählt, glaube ich, nicht so als bin ich ja. Mann, ey. Mega übertrieben. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Was sind das hier? Okay, was hat die für Probleme? Oh. Habe 5 € jetzt runter. Okay, alles klar, ja. Steht 9,99 € durchgestrichen und jetzt einer und. Oh, das ist natürlich ein super Preis. Der will aber die höhere Summe. Komisch. Wenn das durchgestrichen ist und der günstigere Preis ist aktiv und du hast genau oder halt mehr Guthaben, dann muss das doch gehen. Warum geht denn das bei dir nicht? Und wenn du noch im Zeitraum bist für die Vergünstigung, dann müsste es auch gültig sein. Es sei denn, der Zeitraum ist dann weg und die haben es noch nicht geändert. Aber das habe ich noch nie erlebt. Told Ashman that we didn't need desperate children. Was ich lese, sticht die mich hier ab. Was soll denn das? Bist du bescheuert oder was? Oh, bleibst du nicht überall hängen, Jennifer? Das gibt's ja gar nicht. Ja, genau, alles klar. Okay, das ist großer Käse. Ist doch nicht.
Ach, hier, was mir gerade einfällt. Hast du bei Xbox Goldmitgliedschaft? Ich versuche es später nochmal, wenn du off bist. Vielleicht ist ja auch nur die Leitung überlastet. Schau mal, ob du eine Goldmitgliedschaft hast für mindestens 3 Monate. Nein? Okay, ja. Dann kann es auch daran liegen, dass du das zwar angezeigt bekommst, obwohl du dürftest es gar nicht angezeigt bekommen, wenn du nicht Gold hast. Ja, guck einfach nochmal später. Vielleicht ist ja wirklich bloß so ein Fehler und dann klappt das. Aber es kann auch sein, dass es nur mit Gold in Verbindung steht und du das deshalb nicht nehmen kannst, weil du das nicht hast. Also irgendwas ist es davon, ja. Also ich weiß ja auch nicht genau, was es davon ist. Aber das wäre auch noch eine Variante. Das wäre zum Beispiel ein Grund, warum der das nicht annimmt. Ah, okay, ja. Ja, wie gesagt, schau nochmal. Dann werden wir ja sehen, was es davon ist. Okay, wanna play tough? I'll show you, bitch. Das Spiel ist so schwer. Ich muss meine gute Kaffeetasse dafür hergeben. Ja, wir kommen nicht weiter, wenn wir die nicht besiegen. Oh, was haben wir hier noch? Ja, das ist auch schon wieder was. Mach das doch ein bisschen mehr toleranter und nicht so millimetermäßig hier. Messer, ja. Das gute Papiermesser, wer kennt es nicht? Brieföffner. Naja, gut. Brieföffner macht mehr Sinn. Steht doch jetzt wieder an der Tür. Irgendwo wird sie jetzt sein. Sie näht ja gar nicht mehr. Oder? Oh Gott, steht die jetzt hier links? Das ist der Rabe. Rara. Und das hier nochmal. Ach, das war der Raum. Stimmt. Oh, warte mal, wenn ich das mache hier, eben kann ich mich da verstecken. Genau. Na gut, wenn ich rufe, dann guckst du wahrscheinlich hier rein, oder? Probier's mal. Ja, man weiß eben nie, wie die reagiert. Na? Wo kommt sie nicht raus? Okay.
Ja, wo ist sie denn? Oh oh. Die war in meinem Zimmer die ganze Zeit. Langsam, leise. Okay, okay, okay. Okay. Ich werde einfach nochmal ins Zimmer gehen und den Fernseher einschalten. Doch, ich kann auch so ein bisschen. Immer noch hier. Oh Gott, bleibt er nicht. Bah! Oh, verdammt nochmal. So ein Scheiß. Bah! Oh, geh doch schnell an den Schrank, verdammt. Große Scheiße, so. Dreh dich doch nicht um. Oh, das ist so schlecht gemacht. Versteht es nicht. Wie kann man sowas, wie kann man so eine Drehung einbauen? Verstehe ich nicht. Das muss mir der Entwickler erklären, warum der das gemacht hat. Macht für mich absolut null Sinn. Du siehst mich durch alles, ja, ist schon klar. Sei still. Oh. Was? So. Kann ich trotzdem noch raus? Hier raus. Oh, okay. Na gut. Das ist echt super, ey. So, ich kann gar nicht mehr hier hochklettern. Ich muss hier versteckt bleiben. Super gemacht. Wir kochen am Samstag gemeinschaftlich Bolognese. Oh ja. Schön großen Topf. Schön Käse. Lecker. Und was will der eine nehmen? Eine Fertigsoße. Nein, das wird alles frisch gemacht. Für den besseren Geschmack. Irgendwen erinnert mich diese Andrea. Ich weiß nur nicht, an wen. Okay. Naja, die Andrea, also wirklich. Schade, dass wir nicht mehr da rein können. Aber ich brauche dann trotzdem noch was. Ansonsten versuche ich einfach mal was zu werfen und dann mal zu gucken, ob ich die dann aus der Tarnung heraus
angreifen kann. Okay, ich probiere jetzt mal das, mir ist egal. Gestorben. Warum soll ich hier drüber springen? Was ist denn das? Eben, ich könnte mich da durchsetzen. Okay, gut, ja. Dafür musst du dann aber bewaffnet sein. Na gut, ich komme gleich wieder.
Okay, wir drücken mal wieder. Okay. Sind wieder an unserer Lieblingsstelle. Na toll, jetzt spielt mein Knie mal wieder Scheibe. Oh, oh, oh. Nicht belasten. Knie ist immer kritisch. Ach ja. Jennifer, siehst du, was deine Entwickler für einen Unsinn machen? Es müsste eigentlich so eine Pflicht geben, sowas zu beheben. Wird gemeldet und die dann, oh ja, das machen wir im nächsten Update, ist das weg. Das wäre doch was. So, ich versuche jetzt einfach mal. Kann ich die Waffe oben nehmen? Versuche einfach mal in mein Zimmer zu kommen. Die läuft ja sowieso hier rum. Nicht, dass sie jetzt wieder in meinem Zimmer ist. Oh Gott, der Kamin. Das ist ja echt unheimlich. Okay, erstmal gucken. Ich meine, die Taktik hier, wenn das funktioniert, das ist schon ganz gut. Ah, sie kommt. Aber dann muss es natürlich funktionieren, weil sonst. Wieder hier so eine Scheiße. Yeah! Ich hab gedrückt! Oh, da stand A und ich hab gedrückt. So eine Scheiße. Warum hat es nicht geklappt? Das kotzt mich an. Verdammte Scheiße, sowas. Mann! Oh, warum hat das nicht geklappt? Oh, ich kann es nicht sagen. Wäre so schön, um wahr zu sein, ja. Ja, ja. Oh, verdammt. Aber das ist eine gute Taktik. Es klappt. Ja, also das macht schon große Freude. Scheiße. Selbst das ist zu schnell. Stell dich mal hin, da können wir dann besser rennen. Oh, abbrechen, abbrechen! Bleib unten, bleib unten, bleib unten! Bleib unten! Nein, du siehst mich nicht. Du kannst nicht so durchgucken. Verschwinde! Oh, ich kann nichts in Ruhe machen.
Oh, dass man die nicht so abstechen kann, das ist so blöd gemacht. Das gibt es doch nicht. You've already seen who lurks. Schon hier drin, ja. Walls, haven't you? You don't want it to get mad. Und hier? Do you? Oh, scheiße. Oh, warum kommst du immer in dem Moment? Verdammter Scheiß. Du sollst nicht an den Schrank, du. Oh, Jennifer, du bist so eine Nuss. Ja, also das ist sowas. Sowas finde ich mega. Schön gemacht. Wenn du drückst und der Charakter macht nichts, dann gehst du drauf. Das ist große Scheiße. Also das ist auf jeden Fall in der im Fazit, das kriegt schon mal einen Punkt abgezogen. Also das. Der Punkt geht nur wieder weg, wenn die ein Update darauf machen. Sonst bleibt es. Furchtbar sowas. Das macht ja gar keinen Spaß. Ja, auf der nächsten Konsolengeneration gibt es diese Ladezeit nicht mehr, sondern es ist sofort, geht sofort weiter. Das ist doch was Schönes. Okay, wanna play tough? I'll show you, bitch. Ja, Jennifer, das würde ich ja auch gern machen, aber du hast ja gesehen, wie das bei dir ist. Ja, das wird schon hier, das geht nur offline hier, das wird hier nichts. Das ist immer schade um solche Titel. Ich finde das so schade. Oh ja, ich hab's ja nur geschnallt. Ist ja gut jetzt. Meine Güte. Nicht so weit vor, die darf uns nicht sehen. Darf bloß nicht dann zu schnell hin, dann dreht sie sich direkt um. Das muss man dann 4-5 Mal machen mit Sicherheit. Also 3-mal auf jeden Fall würde ich einschätzen. Hier war dieser Typ drin hier. Boah. Klingt, das würde die hinter dem Stein stehen. Kommst du nicht mehr, was? Warum muss ich das immer wieder aktivieren? Also hier, wie gesagt. Hier muss noch ein richtiges Update drüber. Ich habe zwar am Anfang eins bekommen. Ja. Was noch drin hier? Hier, ich muss das schon wieder aktivieren, ich verstehe das nicht. Bleib doch mal drin.
Ja. Ach, hier habe ich auch noch. Ach, hier ist das gute Messer. Jetzt kommt sie gar nicht mehr hier rein. Ja. Was soll man da machen? Hör dich doch. Das ist so ungünstig mit den Stimmen gemacht von der. Ich denke, die steht immer hier dahinter. Naja. This is supposed to be a hotel. It feels more like an orphanage. Naja, und dann, wenn du wieder unterwegs bist, steht sie direkt vor dir. Sie vielleicht zu weit weg? Glaube ich eigentlich nicht, weil die Stimme ist relativ laut. Also die muss hier irgendwo in der Nähe sein. So, wenn ich jetzt hier vorgehe. Ja, die steht nämlich. Wo kommt die her? Ach, das ist doch. Was? Ach man, Jennifer. Das ist doch kacke. Ja, so eine Stelle ist sehr schade. Es ist einfach unsauber gemacht. Also hier hätten sie lieber so eine kurze Passage machen müssen mit der, wo man vielleicht Sachen so hier hinwirft oder ähnliches. Aber so. Okay, wanna play tough? I'll show you, bitch. Naja. Das ist natürlich. Vor allem, ich weiß ja auch gar nicht, wo die solche Pausen macht zum Hinstellen. Und das jetzt? Ach, da. Funktioniert gar nicht. Ah, cool.
los, Jennifer, renn! Mann, lass den Tipp weg, endlich. So, jetzt gehen wir gleich hier lang. Komm schon, komm schon. Ich möchte dich doch nur einmal abstechen. Komm hier, I won't hurt you. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach schneller, Kind. Was? Ich hab. Ach, das kotzt mich an. Bullshit ist das. Absoluter Bullshit. Es war wieder A, ich hab gedrückt. Und dann hat wieder irgendwas gestoppt. Das ist doch scheiße, sowas. Kann ich gar nicht leiden, sowas. Ah, das ist so ein Krampf, weil ich kann das nicht. Hey, Xenox, ich grüße dich. Willkommen. In der Zeitschleife. Wie geht's? Wenn du so reinschaust. Nichts los ist ja fast so wie in der deutschen Bundeswehr. Ja, mir geht's soweit ganz gut, bis auf, dass hier gar nichts funktioniert im Spiel. Ich wollte schon 2 Tarnkills durchführen, aber das hat nicht reagiert. Und es bereitet mir große Freude. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Ah. Ja, was hättest du gemacht, ja. Okay, wanna play tough? I'll show you, bitch. Das ist zu umständlich hier alles gemacht. The only one who actually gets any work done around here is me. Die geht auch gar nicht mehr in die Nähmaschine. Sowieso ganz seltsam. Hey, you! Ich verstehe nicht, warum das nicht richtig funktioniert. Andrea. Jennifer, is that you? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na endlich! Oh hell yeah! Du hast da was am Hals. Greife zum ersten Mal einen Feind mit einem Verteidigungsgegenstand von hinten an. Oh Gott sei Dank. Einmal geschafft. So, jetzt vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Mal oder so. Ich habe keine Ahnung. Das müssen wir natürlich mal festhalten, dass es einmal geklappt hat. Abgerundete Ecken. Und eine Grüße der Bankräuber. Geht's wieder. Echt gut heute, ja? Das ist gut, ja. Wie findest du deinen neuen Namen? Ja, aber es kommt schon mal vor, dass ich mal nicht dabei bin. Naja, klingt witzig.
nie erlebt, dass du nicht dabei warst, ne? Lynn, tell me you're okay. Ja, ja. Das ist dann schon was Besonderes. You've already seen. Steht direkt vor mir? Okay, jetzt muss ich ein bisschen abwarten. Do you? Also wenn ich das so noch mal ein paar Mal hinbekomme, dann kann man das schon schaffen. This is supposed to be a hotel. Aber wie gesagt. But it feels more like an orphanage. Ja, nach dem Schnäppchen, das ich gemacht habe. Darf es mir auch recht gut gehen. Naja, das ist super Schnäppchen. Mir geht's aber auch gut, ja. Es freut mich immer zu lesen, dass es euch gut geht, wenn ihr hier in die Lounge, in der Lounge seid. Hast du gut gespeist? Xenox. Schnäppchen. Ja. Mhm. So. Am besten muss ich natürlich jetzt mal irgendwie. Ich habe keinen Verteidigungsgegenstand. Ich bräuchte jetzt natürlich das. Was? Was ist denn das? Also. Kofferradio. Ich brauche irgendwie. Ich brauche jedenfalls was. Tödliches. Nein, 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 nein. Ah, die Kamera ist so schlecht. Hm. Hier eine Flasche. Ui. Ja, heute Abend Pommes mit Hotdog. Oh, mhm. Hotdog selbst gehotdoggt. Ludwig. Ich hatte unglaublich guten Käse mit Brot. Das war der Gurkenkäse. Gurkon. Der Gurgonenkäse. Der war richtig stark. Ja. Das war echt gut, ja. Eher dezent. Auch lecker, ja. Also ich hatte heute nochmal Gemüsepfanne mit Reis. Oh, das ist auch gut, ja. Gemüsepfanne, hm. Gemüse ist am besten im Bock. Ich brauche ein Messer oder ein Drehwerkzeug. Ah, komm, ich bin schön leise. Hier nochmal schauen. Oh, warte mal, kann ich das aufheben, den Stift? Uah. Warum ist die Stimme so nah? Ist die hier im Bad oder was? Okay. Mal gucken, ob wir was finden hier. Ja, das ist völlig irritierend, dass die Stimme so nah ist. Gut. Have they completed their chores? Obviously not.
gibt es kein Messer. Machen wir wieder zu, da können wir mal gucken. Kann ich eigentlich hier abhauen? Ah, hier sind wir vorbeigerannt. Aha. Also das war Teil von 2, ja. Ui, ich habe es gratis gekriegt. Was? Gerade erst gelesen, dass du gefragt hast. Wenn wir eins war. Geschenk, was ich geschenkt bekommen. Bei PSP. Also ja, auch nicht schlecht. Da und der Dusche versteckt. Ja, könnte sein, ja. Have they completed their chores? Obviously. Ja, die Stimme ist viel zu nah, das haut gar nicht hin. Ich habe so viele Spiele davon geschenkt bekommen, beziehungsweise Bioshock oder Need for Speed oder viele andere. Ja, ich hatte mal vor einigen Zeiten gelesen, dass ein neues Bioshock in der Mache ist. Ah, der wird bestimmt, weil es für die neue Konsolengeneration kommt, da bin ich echt gespannt. Aber Bioshock ist schon eine sehr spannende Geschichte. Bioshock Infinite, das war ja, glaube ich, der letzte Teil, genau, den fand ich richtig gut. Aber der neue Teil soll irgendwo ganz anders spielen. Nicht mehr in Rapture. Was meinst du? Ja, diese Andrea, ja. Ja. Kannst du die immer noch spielen, wenn du das nicht mehr hast? Die habe ich für immer. Cool. Aber ich habe mir schon mal die Preise angeguckt bei den PlayStation 5 Spielen. Die haben sie jetzt schon 10 Euro teurer gemacht. Das ist schon heftig. Oh, sei still. Willst du mir erzählen, dass du das gehört hast? Mensch, weich doch aus, Kind. Ja, das ist ein großer Käse. Die kann doch nicht einmal das nicht hören und dann sowas hört die dann. Käse. Deswegen werde ich mir auch zweimal überlegen, eine neue Konsole zu kaufen. Doch, ich hatte die erwischt, aber diese Tarnangriffe, die musst du mehrfach durchmachen, bevor die wirklich ganz tot ist. Das ist ja das Ding. Ja, du brauchst dann immer wieder einen Angriffsgegenstand. Dann musst du die wieder herlocken und dann muss das nochmal klappen. Und ich denke mal, dreimal auf jeden Fall. Boah, mega umständlich. Alles Käse, genau. Aber in den Hals ist sie doch tot. Na, die nicht. Das reicht nicht bei der. Ach nö. Oder wo hast du sie erwischt? Doch, es ging schon in den Hals, ja. Okay, wanna play tough? Aber ich glaube nicht, dass es das speichert. Das musst du dann alles nochmal machen. Das ist schon. Oh, das kann nicht wahr sein. Viel zu schnell, die ist viel zu schnell. Bleib unten, bleib unten. Die sieht sofort meinen Kopf, das ist zu schnell.
Das hier scheint irgendwie ein Schwachpunkt zu sein. Seht ihr das? Könnte ich die richtig abstechen, wenn ich was hätte. Also ich habe ja was, aber... Das ist schon blöd gemacht. Ich muss jetzt hier ein Stück zurück. Und komme zu rüber. Und dann mache ich den hier. Der nicht funktioniert. Naja. Das ist super. Ja, ja, ja. Hier war jetzt abgeschlossen, ja, genau. You've already seen who lurks inside the walls, haven't you? You don't want it to get mad, do you? Hau bloß ab. Hau bloß ab, hau bloß ab. Zack! Nein, das war doch in die Schulter. So, jetzt muss ich wieder abhauen. Mensch, renn doch weg, du Nuss. So, okay, okay. Hier ist natürlich wieder einen gefährlichen Gegenstand finden. Ich habe keine Ahnung, wo das nächste Messer ist. Da ist er schon, oder? Ist sie das da hinten? Ja, da steht sie schon. Weh, du hast mich jetzt entdeckt. Ja, sie ist schon ganz gut verletzt. Verschwinde mit deiner Schere. Hier ist niemand. Warte mal, hier war doch einer. Oh, jetzt komme ich nicht hier ran. Jetzt, nimm das Ding. Oh, Gott sei Dank. Warte kurz. Keine Ahnung, ob das wirkt. Komm, komm, wir machen jetzt dasselbe nochmal. Jennifer, still. Das ist die einzige Taktik, die ich gerade jetzt habe. Runter, runter, runter. Ich muss mal kurz was trinken. Ja, ihr habt jetzt gerade gesehen, wie ich es erwischt habe. So, mal probieren, ob die Tablette wirkt. Ja, hoffentlich. Es ist spät, deswegen gute Nacht und ciao. Alles klar, Xenox. Danke, dass du da warst. Und angenehme Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal. Dann sind wir vielleicht schon hier mit Andrea durch. Und sind woanders. Ich bin sehr gespannt, was danach kommt. Falls es irgendwann mal klappt. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Oder Nachrichten? Okay, alles klar, sehr schön. Ah. Ja, wie gesagt, das muss man dann schon mal sehen, dass das irgendwie klappt. Da kommt sie. Da kommt sie. Zack! Stech dich nochmal ab. Rennst du? Rennst du? Hasta la vista. Lass zum ersten Mal einen Feind in Ohnmacht fallen. Oder was? In Ohnmacht? What? Hab ich gar nicht gesehen. Nein! Oh shit! Was? Das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich hab's geschafft. So ein Drecksstück. Okay, einmal schwer verletzt, dann ohnmächtig. Scheiße, das war jetzt ein bisschen blöd. Hier vielleicht. Ist das ein Messer? Oh ja, gib mir das.
Gibt es den? Oh, na endlich. Jetzt sitze ich ein bisschen in der... okay, das ist ja interessant. Ah, okay. Naja, geht so. Nicht schmerzfrei, aber etwas besser. Okay. Ja, alles was besser ist, ist dann immer besser als vorher. Hauptsache es hilft dann, ne? Ja. Und dann tot, denke ich, ja. Müssen wir kurz hier... Ich habe immer das Gefühl, dass das nicht aktiviert ist, wenn dieser Haken nicht ist. Oh Gott, da ist er. Scheiße, hab ich gar nicht gesehen. Okay, direkt vorbei. Gut, gut, gut. Bloß in Ruhe. Ach, scheiße. Verdammt. Weg, weg, weg. Oh Gott, ja, okay, sie ist viel zu schnell. Keine Chance, keine Chance, keine Chance. Renn, renn, renn. Oh Gott. Ja, mit der Heilung ist schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Schon ist er da. Are you kidding me? Direkt läuft die zu mir. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wow. Das ist nicht normal. Und schon wieder ist sie in dem Raum. Das ist doch unmöglich. Verschwinde. Oh Gott, was ist denn das jetzt wieder für ein Fehler? Mann, wie oft muss ich ja den Schlüssel noch abnehmen? Hau ab! Eieiei. Wow. Hey, Nanda, ich grüße dich. Willkommen zur Wahnsinnsrunde. I don't want to die. Jennifer, sei still. I don't want to die. Sei still. Die ist immer noch hier im Raum. Ja, geh bloß weg. Versuch mich mal zu heilen, ob das geht. In der ewigen Wiederholung, um Andrea endlich mal den Gar auszumachen. Okay, da hinten. Tür zu. Okay. Oh Gott, ist das laut. Ach du Scheiße. Oh, ich hoffe, ich kann mich heilen. Komm, ich bin ganz leise. Amanda, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Okay, aber das müssen wir uns vermerken, dass wir das die zweimal schon weggestochen haben. Okay, bitte schön heilen. Ja, das ist das Glas, was so knackt. Oh, das gibt's doch nicht. Wie hat die das gehört? Hat die das Glas gehört, das Geknackste? Das kann ja nicht wahr sein. Das ist doch unglaublich. Unfassbar. Ich freue mich, dass du live bist. Ja, danke schön. Danke, das freut mich sehr. Für diese Aussage.
Was sind das für Symbole da hinten? Das ist so winzig, kann ich gar nicht erkennen. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Jupp, Andrea in Dauerschleife. Ja, Andrea, also das ist wirklich... Andrea ist die Beste. Sie ist immer zur Stelle. Sie ist immer dort, wo man sie braucht. Und vor allen Dingen auch da, wo man sie nicht braucht. Da ist sie schon wieder. Na klar, du kannst natürlich wieder durch die Wände gucken. Schön ausweichen. Lieber 5-mal mehr gedrückt als 10-mal zu wenig. Achtung, hier lang. Geh weg, geh weiter, geh weiter. Ist natürlich auch fies, dass sie dich im Speichern auch angreifen kann. Jennifer, was ist denn das jetzt hier für ein Scheiß? Oh, was macht denn die? Diese Spannung ist unerträglich. Oh, ich hoffe, hier kommt wirklich nochmal ein Update. Also das ist ja... Ich kann es nicht oft genug sagen. Was? Jetzt bin ich irritiert. Wie passen denn diese Emojis mit deiner Aussage zusammen? Du wolltest wohl das Feuersymbol drücken. Du hast dich bestimmt verdrückt. Ich freue mich, dass du live bist. Und dann kommt Feuer. Weil es so feurig ist. So, was ist jetzt mit der hier? Jetzt kommt sie gar nicht mehr. Macht sie wieder hier ihre... Komm, ich will dich doch besiegen. Aber es ist mir nicht vergönnt. Es ist schon mies gemacht, muss man schon sagen. Kann ja sein, dass das jetzt der letzte Versuch ist, ne? Nein. Nein, habe ich nicht. Okay. Ich hoffe, dir geht es soweit gut, ja? Was gab es heute bei dir zu speisen? Huh? Was ist denn das hier eigentlich? Achso, deswegen fertigen, ja. Ist schon wieder rausgenommen. Jetzt kommt sie natürlich rein. Natürlich. Jetzt kommst du rein. Was soll denn der Scheiß? Das kann doch nicht wahr sein. Gerade da kommt die rein. Das ist doch wirklich, also das ist doch das Letzte. Es wäre natürlich cool, wenn es nur 3 Angriffe wären und nicht 4 oder 5. Wie schnell die wieder auf den Beinen war, wo ich den Schlüssel greifen wollte, das ist echt...
Wenn ich natürlich noch einen anderen Punkt wüsste, wo die nochmal hingeht, dass ich das genauso machen kann, das wäre natürlich. Oh, ich bin so eine Nuss, scheiße. Nein! Jetzt habe ich es versaut. Renn, mein Kind, renn! Naja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Gut, wenn du das hier machst, wirst du eh nicht gewinnen, weil du dann drauf gehst. Aber der Abstand war ganz gut, darum dachte ich mir jetzt, dass es noch so ein zweiter Punkt ist. Aber war wohl doch keiner. Achso, und wenn, hast du meine Rückmeldung noch bekommen von Discord? Hast du gelesen gehabt? Bereit für den Clip? Einen, ja. Zum Frühstück gab es Salami-Brot, dann zum Abendbrot gab es Brot mit Ei. Oh ja, das gute Brot mit Ei. Hm. Salami-Brot. Hm. Hm. Ich hätte heute den guten Käse auf dem Brot. Je nach Geschmack. Ja. Ja, sowas von klar, dieses miese Stück Dreck, ja genau. Mir geht's gut und dir? Ja, mir geht's auch soweit gut, bis auf Andrea, die stört mich ein bisschen, ja, sonst ist alles gut soweit. Schön, dass dir gut geht, ja. Das finde ich immer zu lesen bei euch. Beides lecker, ja. Hey, das ist doch mein Satz, ey. Freut mich zu lesen, dass es dir gut geht. Ja, ist ja so, ja. Lauf, Twitty, lauf. Ja, ich bin ja nur am Laufen. Meinst du, wir kommen, wenn... Horror geht immer? Ja, genau, das meine ich. Das habe ich nochmal selber geschrieben. Genau, das meine ich. Andreas ist doch einer bei Frauentausch. Andreas. Ja, vielleicht ist ja Andrea ein Andreas. Wir wissen das nicht genau in dem Spiel. Ist ja sowieso alles durcheinander. Aber ich glaube, wir bleiben hier erstmal bei Andrea. Jetzt kommt's. Abstechen, du. Dieses Stück Dreck. Die geht immer noch nicht drauf. Das ist der dritte Angriff gewesen. Okay, dann muss ich das vielleicht noch zweimal machen. Oh, nein, 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 nein. Ich brauche aber jetzt wieder ein Messer. Okay, wenn die weg ist. Also wenn die da wieder zurückgeht, dann werde ich hier rüber mal gehen und guck mal, ob ich noch was finde. Also es muss nicht unbedingt ein Messer sein, aber Brieföffner oder irgendwas mit Schrauben geht auch. Natürlich, du rennst natürlich genau dahin, nicht wahr? Also, das ist doch unglaublich. Jennifer, sei still, du verrätst dich sonst. Oh Gott. Oh Gott, was ist das jetzt? Oh nein, nein, nein. Oh, Glück gehabt. Wow. Oh, ich bin nicht hier. Nimm deine Schere und geh woanders hin. Ja, denkst du, ich komm jetzt raus? Ich weiß genau, dass du dahinter stehst. Ja. Du sollst nicht da lang gehen, du sollst in die andere Richtung gehen. Oh, furchtbar. The only one who actually gets any work done around here is me. Oh God. Oh God. Where have I ended up? Ganz ruhig. Versuch dich zu beruhigen. Ha, sagt sich immer so leicht. Hässlich genug ist sie ja bei so einer Sendung. This is supposed to be a hotel.
anzukommen. Was? Was? Er sagt immer halt, stopp, nein, nein. Jetzt rede ich. Ja, das würde hier zu Andrea gut passen. Wählen wir irgendwas Spitzes zum Abstechen. Genau. Wahlweise auch aufschlitzen. Ja. Wenn die Option gegeben ist, machen wir das auch. Er sagt immer halt, stopp, nein, nein. Jetzt rede ich. Okay, alles klar. Ja, ausreden lassen, ja, das können ja auch nicht viele. Lass mal abwarten. So, was ist denn jetzt? Jetzt ist die noch hier drüben, oder? Hm. Oh, ich kann versuchen zu speichern. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf den. Ja, ja. Oh mein Gott, das wäre so cool, wenn das jetzt echt gespeichert hätte, die Angriffe. Aber ich glaube nicht, dass sie das so programmiert haben. Aber das wäre schon sehr, sehr nice. Was war denn das hier nochmal? Achso, das war dieser Raum. Hm. Hier noch irgendwas Spitzes? Wo finde ich denn noch spitze Gegenstände? Mal gucken, ob hier noch sowas liegt. Das? Eine Schaufel. Oh ja, eine Schaufel. Oh ja, das ist gut. Eine Schaufel, die ist gut. Ja, da bin ich ja gespannt, wie das aussieht mit einer Schaufel. Was ist das hier überhaupt? Ja. warte mal, dann können wir mal so machen. Wie, jetzt bleibt die Tür offen? Na gut. Da müssen wir mal kurz abwarten. Jetzt ist sie wieder zu. Das ist schon mies. Ich hoffe, dass die anderen Gegner, die vielleicht noch irgendwie so ähnlich sind, nicht so sind wie die. Andrea, ich habe ein Geschenk für dich. Ja. Speichern ist immer wichtig, ja. Es ist doch der Sinn vom Speichern. Ja, aber manche machen das nicht so, dass das erst speichert, wenn du alles von dieser Aufgabe hast und nicht in Stücken. Oh ja, oh ja. Erschlage sie mit der Schaufel. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Vielleicht besäuft sie sich, wenn du ihr eine Briefflasche gibst. Ja, damit kann ich nur ablenken. Vielleicht wirkt das gar nicht durch die ganzen Motten. Flaschen sind leider zum Ablenken, ja genau, das stimmt. Neben Flaschen haben wir ja auch noch andere Sachen. Aber ich glaube, besoffen ist sie bestimmt noch schlimmer. Oh ja, das könnte natürlich sein. Okay. Aber wie gesagt, dieser Lamm-Lichteffekt, das ist schon ganz cool. Und hier war dieser Typ, der den Frosch gefressen hat. Und das ist bestimmt der, der in dem Spiegel war. Dieser komische Kapuzen-Heini. Manchmal sieht man die auch gar nicht. Dann ist Stille und dann rennt die plötzlich los. Gott, ich weiß gar nicht, wo die ist.
Moment mal, ich hab doch. Oh oh. Ja. Warte mal, ich kann ja. Du bist nicht hier drin, oder? Nö. Ich will dich ja mit dieser Schaufel zerstören. Bleib doch mal drin jetzt hier. Du machst mir nicht so schwer. Ja, jetzt kommt sie rein. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Jetzt! Zack! Benutzt die Schaufel wie ein Messer. Was? Die lebt immer noch! Ich glaub es nicht, oder? Ne, Moment, was stand da? Oh, viel zu schnell alles. Dann wird sie zur Agro, Andrea. Komm mit der Kettensäge an, köpf dich oder sowas in der Arm. Oder spaltet mit einer Axt deinen Kopf. Ja, wunderschön. Besiege Andrea, hö? Abgehakt? Verlasse die zweite Tat. Oh mein Gott, ich habe das jetzt geschafft. Ja, ja, das letzte Mal lag die auch ganz entspannt da. Okay, das werden wir jetzt gleich sehen, ob das nochmal passiert. Tada! Das hast du jetzt davon. Stück Dreck. Ich dachte, wir wären beste Freunde. Na, ob wir die nochmal wiedersehen? Das müssen wir gleich mal festhalten. So. Bei dem, wie die da liegt, das ist irgendwie. Guckt euch das mal an. Okay, Jennifer, wir haben es geschafft. Bin ich aber froh. Gut. Jetzt haben wir den super Generalschlüssel. Jetzt werden wir natürlich nochmal speichern, nicht wahr? Das war noch zu jetzt, oder? Ach genau, jetzt können wir ja wieder raus. Ah, aber ich werde trotzdem natürlich erstmal speichern. So, das war hier hinten. Okay. Nochmal heilen. Okay. Und speichern nochmal. Zack, gleich oben drauf. Super. Cool. Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt erstmal hier raus. Naja, sei still. Und. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wartet, ich guck nochmal kurz rum, ob ich hier nochmal irgend. Was zum Verteidigen finde. Direkt hier. Wahrscheinlich habe ich jetzt eh alles aufgebraucht. Bei der guten Andrea. Was ist das hier? Oh, das habe ich noch gar nicht entdeckt. Lokal hergestellte Produkte, die für Gaumenfreude sorgen. Rosogallo Kloster. Hier auf der Rosogallo Farm besteht unsere Mission darin, lokale Produkte anzubauen. Wobei wir die roten Nonnen des nahegelegenen Klosters Christo Morente beschäftigen. Aha, Artikel 1. Gesammelter Gegenstand. Okay. Oh ja, hier, Messer. Ach, Gott sei Dank. Gut. Nein, nein, ich werde natürlich nochmal speichern, damit wir dann im Notfall gleich das Messer zur Hand haben. Das muss schon sein. Zack. Wir haben Post. Das ist die Quest. Das kämpfe ich gegen rote Templer und hier ist was mit roten Nonnen. Siehst du? Eine Bierflasche, ja. Ja,
Ja. Ja, ich hoffe, das hat sich jetzt erledigt mit der. Aber cool, dann habe ich das doch live geschafft mit euch. Ja? Das ist cool. Sonst hätte ich das irgendwie offline gemacht. So, jetzt kommen wir endlich hier raus. Wow! Ach du Scheiße. Ja, das war's mit The Remothered Broken Porcelain. Es war ein interessantes Spiel, hatte ein paar Macken, aber naja. Regression. Ich schließe Kapitel 1 ab. Oh, okay. Kapitel 1. Wo kam der jetzt her? Der kam ja auch per Teleportation. War das der Non, dieser Klostertyp aus dem Spiegel? Der sieht ja hier viel größer und sportlicher aus. Das ist ja ein Ding. Okay, das war natürlich jetzt auch heftig. Heilige Scheiße. Ja, da kann man nur gucken, nicht wahr, wenn das. Einige Jahre später. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Endlich geht's weiter. Cool. Was hat die Zeit? Na gut, bis um 12 noch den Schluss. The man who was legally registered as Jennifer Richard Dean Sultan and was found completely drenched in kerosene. The body of 38-year-old Gloria Ashman was also found at the scene. Ja, das war die Nonne. Oh, das ist doch die Dings aus dem ersten Teil, noch viel jünger. Jodie Foster. Having parked a white van nearby. Okay, krass. Genau, wir müssen ja auch die Celeste finden. Da bin ich ja mal gespannt. Entweder wir finden die. Wir finden die, die ist tot. Oder wir finden die, die ist irgendwie. Ja. Nicht mehr wie sie war. Okay, jetzt spielen wir also hier den Jodie Foster. Missing. February 8th, 1971. Celeste Felton, 13 years old. Beloved adopted daughter of Richard Felton and Ariana Gallo. You ran away from home, isn't that so? Ach, die ist adoptiert worden. Did you end up in this godforsaken place? Vermisst das Kind, Celeste Felton, geliebte Adoptivtochter von Richard Felton und Ariana Gallo. Vermisst seit Donnerstag, 14. Oktober 1971. Letztes Mal gesehen um 16 Uhr am Kinderspielplatz in was? Aha, so, aha. Geburtsdatum 8. Februar 1958. Weiblich weiß, 13 Jahre alt. Hellblond, blaue Augen. Wo eher braune Haare und dunkle Augen. Braune Augen. Zuletzt sie ein weißes Kleid mit Schleife und weißen Schuhen. Personen, die etwas Guess haben, werden gebeten, sich unter folgender Nummer zu melden. Na gut, das kann man nicht mehr alles. Mhm, okay, krass. Gesammelter Gegenstand vermisst Celeste Felton. Celeste. Celeste. Okay. Assigned by Flemington Institute to the Foster Home and Work Project at the Ashman Inn, 1973. Jennifer, just over 2 years older. Unknown parents. It's you, isn't it, Celeste Felton? Was? Was Jahre? Sie muss verhungert sein. Ah, gut möglich. Irgendwas wird da passiert sein. Ein Gegner. Da
Kann aber auch die unten sein. Flemington Mädchenpensionat. Name Jennifer, Nachname unbekannt. Nachname unbekannt. Jennifer unbekannt. Alter 15, Eltern unbekannt, Herkunft unbekannt. Details. An leichtem Diebstahl beteiligt. Kein fester Wohnsitz. Zurückhaltender, rebellischer, einsamer Charakter. Erinnert sich nicht oder will keine Details über ihre Eltern preisgeben. Sie scheint verwirrt, was ihre Vergangenheit angeht. Nicht daran interessiert, mit anderen Mädchen in ihrem Alter oder mit Lehrern zu kommunizieren. Dennoch demonstriert sie eine besondere Begabung für musikalische Komposition und das Verständnis des Klaviers. Anvertraut, genehmigt. Stefano Ashman, ledig Vermieter, 36 Jahre alt, beantragt das Sorgerecht. Sie wird als Haushälterin in das Ashman Inn, ehemals Rosso Gallo Farm, eingegliedert. Die Erfahrung könnte dem Mädchen helfen, Kenntnisse zu erwerben und Verantwortung zu übernehmen, um sie auf eine eventuelle Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorzubereiten. Ach, die nimmt jetzt an, dass die Celeste, dass sie die Celeste ist? Dass die Jennifer die Celeste ist? Miss, Mr. Ashman is waiting for you. Ach, wir sind schon in dem Anwesen. Did you say Reed? Are you a relative? More like an old family friend. Please come in, Miss Reed. Come in. Don't be afraid. I don't bite. What is Reed? A pun? Ach du Scheiße, wie sieht der aus? Good evening, Mr. Ashman. Was ist mit dem passiert? Ist das durch das Feuer gewesen? Simple larceny and battery, all the way to homicide and arson. Are you here to brother? Scheiße. Do you remember me? I'll never forget a face. Maybe because I don't know anymore. Das erinnert mich an Layers of Fear. Auch solche Gesichter. Exactly why you're here. The same exact reason why that son of a bitch Felton ended up like cooked meat. Whatever happened to... Wie kann er das wissen? Das ist doch in der Vergangenheit gewesen. I have here a dossier from the Flemington Girls Institute granting custody of 15-year-old girl Jennifer and certifying that she is to be a housekeeper at this hotel. Celeste Felton and the girl in the photo are the same person, aren't they? That girl was simply an orphan. A homeless nobody. And so I decided... Okay, sie denkt, dass das wirklich die Celeste ist? And she just so happened to be the adoptive daughter of your former hated business partner Felton by pure coincidence. I don't buy it. So, you're saying that besides synthesizing pharmaceutical drugs and spreading diseases, Mr. Felton and yourself were all dedicated to helping homeless minors? It was never about synthesizing a disease. Because... the disease never existed. And the moths? Ja, hier sind auch Parasiten und Experimente. Auch mein Gedanke, Na, wie lecker. Ein Zombie. Ja, es sieht nicht mehr so frisch aus. Na klar, das kann natürlich sein, dass die das ist. Der hat die angenommen und dann eben... den Namen eben angepasst, ne? Dass man dann nie mehr denkt, dass in Wirklichkeit das die Celeste ist. Das ist ja jetzt vom ersten Teil noch gesehen trotzdem noch die Vergangenheit, obwohl so viel vergangen ist von der Zeit. Dann werden wir wahrscheinlich einen Sprung wieder in die Gegenwart machen und dann ist sie älter. Also dann müsste sie ja schon erwachsen sein. Oder aber die Frau, na gut, wenn das wirklich Celeste sein soll, dann haben wir am Anfang schon die Celeste als alte Frau gesehen. Ja, ich sage ja mit Zeit, das ist immer sehr spannend. Henker. Oh wow, was war das jetzt? No, it wasn't a dream. I found you at the bottom of the stairs. You hit your head and lost a lot of blood.
It was as if you were dead, Jim. Andrea went crazy. You must eat or drink something. Ja, Andrea ist durchgedreht. Die wollte mich umbringen. Mit ihrer Schere. That's not possible, Jennifer. Andrea was with me. Here you go. Drink up. Okay, hier sieht er noch gut aus, ne? Hier ist er noch nicht. Sieht er noch nicht so aus wie so ein Zombie. Sure of what I saw. Everything is all right now. Calm down. There was also a large man. He had a strange wooden stick shaped like a spine. Porcelain. That man is dead, young lady. No, I saw him. He was the one who pushed me down the stairs. You called him Wyman. That thing is no longer Professor Wyman. Andrea! That man is dead and has been for a long time. Tot, he hung himself. Hanged at his feet. You were just dreaming. Scheiße. I don't understand. Jen, you have to calm down now. You believe me, Lynn, don't you? You believe me, right? She should get some rest now. Jen, if you need anything? I'm here for you. Wer war denn die andere Frau? Die habe ich noch nie gesehen. Ein paar Monate zuvor. Say goodbye. Party falls from my eye. If you leave me. Könnte das Celeste Felton sein? Nein. Excuse me? Are you new? I suppose so. I love that song. Where are you from? Flemington Girls Institute. What did you do? What do you mean? If you get transferred here, it means you are a real problem. Listen, I'm not up for making conversation. Oh, well, I'm sorry, I guess. I was hoping we would get to know each other better. That's all. I'm into illegal organ and drug trafficking. In my spare time, I exchange sex for cigarettes. Nice. I was expecting more like controversial political activist, promoter of black slavery and preservation of the Aryan race. Only in my spare time. Very well, you're right. I'm a real handful. Now, if you will excuse me. The pleasure was all mine. Oha. Gute Musik ist immer gut. Ein paar Tagen, habe ich mein Headset kaputt gemacht, weil ich mich bei Apex aufgeregt habe. Nein, das ist doch alles teuer, das Zeug. Jetzt ist ganz kaputt, oder? Jetzt muss ich ein neues holen. Ja. Irgendwann wird es schon ein optimales Headset geben. Aber es gibt immer so zwei Sachen, wo ich sage, das hat's nicht. Und dann lasse ich das. Was gab's denn so beim Aufregen Apex? Wahrscheinlich hast du geschossen und hast nicht getroffen. Obwohl du eigentlich richtig anvisiert hast. Haben ja schon bei der Beta von Cold War haben sie ja schon gecheatet wie die Verrückten. Das ist unfassbar. You have to wake up. I beg you, wake up. Shit, they drugged you.
Listen, you have to leave. You have to get away from this place. This story again? Everything you said before, I believe you. Porcelain and everything else you saw. You heard Andrea. He hung himself years ago. It's him, isn't it? Professor Albert Elias Wyman. The same walking stick you were talking about. See? Oh, okay. Der ist der, der Klostertyp. Ach du Scheiße. Cosplay. Apex ist so buggy durch Cosplay, du findest nur Anti-Teammates. Du meinst bestimmt Crossplay, oder? Cosplay ist was ganz anderes. Ah, buggy, ja, das habe ich hier an dem Spiel auch gerade festgestellt. Ja, das ist natürlich nicht gut, ne? Du kriegst ja bei solchen Games immer ganz schnell mit, wer wirklich den Teamgeist hat. Oder wer es gar nicht hat. Das kriegst du ja ganz schnell mit. Bei Spellbreak haben wir das ja auch gemerkt, ne? Ich glaube, ich nur einmal ein richtig gutes Team gehabt, wo die Heilung geklappt hat. Und man war richtig im Team unterwegs. Das war super, ja. Aber sonst, zack, gleich alle irgendwo hingegangen und, ne, dann sind sie eben draufgegangen. Ich bin als letzter übrig geblieben. Ja, genau, Crossplay, ja. Mhm. Ja. Ja, dann macht es natürlich gar keinen Spaß. Irgendwann nächstes Jahr soll ja auch Overwatch 2 kommen. Dann hat es ja eine Story. Ja, eine gute Story muss schon sein. Hast du da schon was ins Auge gefasst für ein neues Headset? Okay, haben wir hier ein bisschen Text. Schauen wir mal rein. Der Selbstmord von Professor A.E. Wyman war er fingiert. Der Mann soll sich am 14. November erhängt haben, nachdem er beschuldigt worden war, an dem von Menschen verschuldeten Brand im Kloster Christi Morente beteiligt gewesen zu sein. Professor Albert E. Wyman erhielt außerdem zahlreiche Drohungen, nachdem die Adoptivtochter von Richard Felton vermisst wurde. Richard Felton war allgemein bekannt für seine Beteiligung an der Phenoxylforschung und den Experimenten damit. Diese Anklagen wurden jedoch später aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. Wymans Familienmitglieder hielten sich nicht an die Standardverfahren und führten eine überstürzte Feuerbestattung und Beerdigung durch, was die Behörden daran hinderte, eine detaillierte Autopsie an der Leiche vorzunehmen. Trotz der Identifizierung durch den Gerichtsmediziner, Familienangehörige und seinen ehemaligen Geschäftspartner Stefano Ashman sind die Behörden unsicher, warum die Familie den Einäscherungs- und Bestattungsprozess beschleunigte, was den Verdacht aufkommen lässt, dass es sich um die Vertuschung von Spuren eines möglichen inszenierten Todes gehandelt haben könnte. Ja, also ich will auch sagen, dass das der Kapuzenmann ist, mit der Kapuze, damit er seine kranken Forschungen weitermachen kann. So soll man die Wissenschaft nicht nutzen. It was all an act. There was no body. And if there had been, it wouldn't have been his. I don't understand. There's no time to explain. They know who you are. They know. Also sind wir doch Celeste? Ist es so schnell schon aufgelöst? What are you talking about? Why didn't you ever say anything to me? Folge. Bist du wirklich Celeste? Hm, wir brauchen noch Bestätigung. Folge Lynn, fliehe aus dem Ashman Inn. Ha, was für ein Reim. Folge Lynn, fliehe aus dem Ashman Inn. Ja. I tried to get you to leave, but you never understood, for fuck's sake. Why? Who do they think I am? Celeste Felton. Me? No, I don't know. Oh God, Lynn, I can't remember. They found you and they brought you here
to use you. And now that they are sure of who they think you are, you have to run! Fucking hell, Lynn! Just tell me! That drug. The disease. And what does that have to do with me? Your birth mother. She used loads of it. You got it from her. It's a part of you. Your organism hasn't shown any side effects. Your body lives in harmony with it. You can even control it. And they know it. Look me in the eyes, Jen. Look at me. You mustn't do anything or trust anyone. Is this the reason why we met? Have you been pretending to be my friend this whole time? No, Jen. It had nothing to do with this. I've always been honest with you. Okay. Die Mutter hatte das mit den Medikamenten genommen, dann hat sie an sie weitergegeben. Und sie soll das irgendwie steuern können. Davon merke ich jetzt aber noch gar nichts. Das ist... Vielleicht später können wir irgendwie was machen damit. Okay, Messer haben wir noch drin. Ja gut, dann gehen wir einfach mal mit Jen hinterher. Oh, bin ich froh, dass wir das mit der Andrea durchhaben. Achso, jetzt scheint alles sicher zu sein. Ich kann gar nicht rennen. Alles klar. Okay. Und hier oben kam der plötzlich gesprungen. Hat er uns hier runter geworfen. Krass. Lynn, was ist hier los? Erzähl mir mehr. Lynn? Lynn! Oh, dear God, no. Not again. Oh, no. When a mother moth perceives the presence of a possible threat to her throne, she does everything that she is capable of to maintain control over the others. Therefore, eliminating the threat. Das ist der Kapuzentyp, oder? Komm, steh auf, Kleines. Okay. A telephone. It's coming from Ashman's office. Lynn, oh mein Gott, das ist wieder weg. Geh ins Büro, geh ans Telefon. Hallo, wer bist du? Hallo? Ist das ein Assassiner? Nee. okay, geh ins Büro und sei froh. Ah, jetzt kann ich wieder rennen. Okay, cool. I was sure of it. I can hear it ringing behind the door. Ja, hier müssen wir noch hin, oder? Nein, das ist es gar nicht. Was haben wir hier? Mhm. Hier ist das Büro. Fuck, it's natürlich. Oh, there has to be another way. So nah und doch so fern, ja, ja, ja. Okay. Ja, wir können natürlich nicht gehen. So, lass mal schauen. Finde Lynn, okay. Geh ins Büro, geh ans Telefon. Finde die Schlüssel für das Büro. Alles klar. Ja. Schneid sogar hier drin. Lynn! Lynn! Die ist doch hier durch, oder? Na gut. Nach Twitch und Alice. Alles klar, wendet. Ist schon raus, oder? Ja.
Trotzdem, danke, dass du da warst. Wunderbar. Und dann kommen wir durch die Nacht. Such ein neues Headset. Und gib mir Bescheid, was du gefunden hast. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Der ist dann wieder der aktuelle oder der Endboss? Ja, das könnte sein. Das könnte wirklich sein. Schlüssel für Ashmans Zimmer. Ach, guck an. Ja, warte mal, ich erst mal gucken, was wir hier noch haben. Tüte. Ja. Warte mal, hier unten kann ich hier unten durch? Achso, das ist bloß so eine Fenstereinheit. Ah, was habe ich da jetzt für einen Schlüssel genommen? Was ist mit dem Kino? Gut. Dann müssen wir noch mal hoch. Ich kann jetzt zum Beispiel nirgendwo diesen Schlüssel finden. Ja, warte mal, da kann ich dann noch höher gehen. Uiuiui. Immer noch zu. Locked. Welcher Raum soll denn das sein? Tja, also. Das war ja meiner. Das war der von Lin. Mal kurz gucken, welcher Raum das war. Was? Achso. Hier sogar noch eine Schere. Ist dieselbe Schere. Hier wären auch noch Scheren gewesen. Ach, hier. Mottenschlüssel. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, für was wir das brauchen. Da muss ja irgendwo hier hinten sein. So, nochmal speichern das Ganze.
Dafür ist es. Ashman, he's sleeping. I'll have to be as quiet as possible. Ach du Scheiße. So, haben wir noch einen Mottenschlüssel? Hä, wie liegt denn der? Ich kann nicht aufs Menü zugreifen. Was ist jetzt wieder? Ah, okay, da passiert gleich was. Oh, wie schön sitzen, ja. Ah, gerade welcher Aufgang. Okay, alles klar. Ja, setz dich. Ach, das ist das Büro, hm? Das heißt, können wir zum Telefon gehen? Ich nochmal speichern. Nur noch Bett beziehen ist untergegangen gestern. Ja, ist klar, macht es. Ah, schön, freut mich, sind wir richtig gut vorangekommen. Ja, ich bin da. Aufpassen, dass wir nicht wieder angesprungen werden. Yep, das stimmt. Mach ich, wenn ich ins Bett gehe. Okay. Geh ins Büro und geh ans Telefon. I missed it by a second. Wait, what's that? Maybe they left a voicemail. Ach, der Raum. Ah, alles klar. Ja. Die Dauerschleife ist besiegt. Das ist der größte Fortschritt heute. Definitiv. Oh, ich dachte, ich bin in der Zeit gefangen die ganze Zeit. Also 4 Angriffe waren das. Kannst du zu? Ja? Zu? Nein. Mottenschlüssel. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Tür, wo du dann 1000 Mottenschlüssel brauchst. Celeste Felton, this
like an eternity has passed since I ran away from home. Okay. Das heißt, das Rätsel ist gelöst. Dass sie Celeste Felton ist. So schnell gelöst. Sie ist das Mädchen. Okay. Aber die kann sich auch nicht mehr daran erinnern, dass sie das eigentlich ist. Ich habe richtig gelegen, ja. Es könnte, wie gesagt, diese ältere Frau am Anfang sein, dass sie das eben ist in der Zukunft. Oder ist es dann jemand anders? Das ist natürlich noch offen. Ashmid? Hi, Stefano, it's me, Ariana. I know it was you earlier. I know it was you all those other times. I beg you, stop tormenting us. I beg you, please, stop. Yes, it's true, I did love you once. But so much time has passed, too much time. It couldn't work, and it didn't. I'm a married woman now, whether you like it or not, so get over it. And as for Richard, despite not having a choice, I stayed by his side when he endured all that shit that you put him through. Let us deal with our pain. Forget about us. Forget about me. Have some respect for us, a godforsaken couple who will never see their little girl ever again. I wish she could understand. Leave us be. Okay, krass. Jesus. Ups. Was ist das jetzt hier? Irgend so ein Nebel drin. Indelin. Naja, wir können ja schon mal ein bisschen loslaufen. Okay, der quält also immer die Leute hier noch in der alten Beziehung mit. Kicken das hier runter. Einführung von Rosso Gallo und Partnerschaft mit Mitarbeitern von Phenoxyl 1956. I wonder if they were aware of all the abuses caused by their son to his little sister. Da ist dieser Typ ganz links. Ah, ist schon krass. Mom. Dad. Is this what you were looking for? Mr. Ashman, please, lower that gun. I don't want to hurt you. It's not my intention. Why won't you let me go then? I have no choice, Celeste. I am not Celeste. Quit the act. You're the only one who can stop it. Please, Mr. Ashman, I beg of you, let me go. You're exactly the same as your slut mother. That disgusting bitch. Phenoxyl made her lose her mind. She had to get in the way. I loved Ariana. Why did she keep us apart? Mr. Ashman. She had to be shown who was the real man. Did she not learn her lesson when I fucked her? What the heck?
fire extinguisher. Maybe I can use it to my advantage. Wow, der nächste Boss. Okay, das müssen wir jetzt mal hier anhalten. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Ja, besiege Ashman. Sehr krass, dass die das ist. Kommandschaft. Ja, okay. Ja, krass, also da haben wir heute schon mal das Rätsel gelöst. Und jetzt ist es ja auch nochmal bestätigt worden. Henker, was? Ist der hier drin oder was? Das ist total strange. Ja. Gut, ich denke, wenn wir den irgendwie besiegt haben, kommen wir zu Lin. Wer weiß, wo sie sich versteckt hat. Und hast du jetzt gerade auf dem Bild die Eltern gesehen? Ich glaube, ich kann jetzt gar nicht speichern, weil ich dann jetzt mitten im Kampf bin. Ich denke mal, dass es nicht ganz so lang ist. Da werde ich dann halt beim nächsten Mal versuchen, bis hierher zu spielen. Und dann müssen wir das halt mal durchführen. Weil der Speicherpunkt ist jetzt ein Stockwerk höher. Also... ich hoffe, dass noch mehr Speicherpunkte kommen. Und ja, wichtiger Erfolgspunkt heute auf jeden Fall, Andrea weggestochen. Und auf jeden Fall wieder mehr Informationen zu uns selber. Das Rätsel wurde gelöst, dass wir Celeste sind. Und nicht Jennifer. Und noch andere Abscheulichkeiten. Ja, wie gesagt, es ist eine sehr interessante, verzweigte Story. Und schauen wir mal, wohin es als nächstes geht. Und beim nächsten Mal. So, das war's jetzt. Wir schließen die Runde und danke, dass alle dabei gewesen seid. Auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, dass wir den Punkt geschafft haben. Und ja, ich bin jetzt schon gespannt aufs nächste Mal. Das dann halt beim nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Macht's gut. Kommt gut durch. Schönen Start. Denkt an das gute Frühstück. Für einen kraftvollen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Und